Und da sind wir wieder. Wir rennen. Hä? Können wir nicht rennen? Doch, wir können rennen. Ach, und da ist mal wieder Edenshaw und zeigt uns, wie wichtig er in diesem Spiel ist. Ja, ich glaube, es folgt jetzt nur noch der Abspann. Da war ein Hubschrauber. Der Westküste. Jetzt zählt jede Sekunde. Beeilen Sie sich, denn die Sonne geht bald auf. Und Sie bleiben hier? Plötzlich hat sie eine Jacke an. Wo sind die her? Ihnen kann ich jetzt mein Schicksal erfüllen. Nun geh. Hand in Hand rennen sie in den Sonnenaufgang. Juhu! Ist schon witzig. Alina hat plötzlich eine Jacke und kam wieder plötzlich schwarze Haare. Und da ist schon der Hubschrauber, der uns retten soll. Ja, Die Cutscene kennen wir auch schon vom Carnegie-Part. Also derjenige von euch, oder diejenige, welche meinen Candy-Part schon geguckt haben. Das ist Johnson. Ich gerade ein bisschen, ob das überhaupt Sinn macht, das aufzunehmen, weil es so stockt. Aber ich habe es bei Carnby auch gemacht und der Vollständigkeit halber machen wir es hier mal auch. Das ist die schönste Szene im Spiel. Bäm, ins Gesicht. So, das Carnby freut sich. Jetzt aber wirklich fällig. Ja, das war fällig, Carnby. So, ja. Edenshaw winkt noch, oder will mitkommen, oder beides, keine Ahnung, er hat sich's anders überlegt.
Fischbahn. Sie sind Geologe mit dem Fachgebiet der Plattentektonik. Können Sie erklären, was passiert ist? Die Insel lag genau auf dem Kamm eines kleinen tektonischen Grabens. Dieser Graben hat sich plötzlich um ein Dutzend Meter geweitet und die Insel ist abgesunken. Jede andere Erklärung ist fällt. Miss Wallace, ich denke, Sie können Fishburne jetzt eine Belohnung schicken. Ja, und das war's also mit Alone in the Dark, The New Nightmare, Aline. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch einen Kommentar oder eine Bewertung. Ja, der Aline-Part ist in vieler Hinsicht teilweise fand ich besser als der Kanbi-Part, weil der einfach mehr Horror-Effekte teilweise hat. Das hat mir irgendwie, zumindest als wir noch im Haus waren, mehr Spaß gemacht. Aber der letzte Rest jetzt immer ist, in diesen Höhlen, das ist nicht so mein Fall. Und auch den Endkampf fand ich jetzt so ein bisschen billig, muss ich ganz ehrlich sagen. Es tut mir sehr leid, dass ich ziemlich oft mit Aline hier durch die Gegend gerannt bin und nicht wirklich was gefunden habe. Und natürlich das mit den Cutscenes, das ist scheiße, das weiß ich. Ich hab's probiert, das zu ändern, es geht irgendwie nicht besser. Zum Glück ist ja das Spiel nicht so sehr vollgestopft mit Cutscenes, nur gegen Ende wird's halt sehr viel. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zu meinem nächsten Let's Play. Schaut euch meine anderen Let's Plays an, wenn ihr wollt. Amnesia, kreische ich, finish. Oder Martian Gothic. Ein super Spiel. Ansonsten, wie gesagt, bis zum nächsten Projekt. Tschüss.